Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen in Ägypten. So, wir sind in Ägypten, Freunde. Ja, genauso wie bei Tomb Raider Anniversary, jetzt sind wir in Ägypten. Nur hier ist einiges ein bisschen im Argen, anders und wie auch immer. Das hier ist gleich, nur muss man hier nicht mit dem Haken alles ruinieren. Nein, man muss einfach nur arbeiten. Lara muss hier ein bisschen arbeiten und ein bisschen anpacken und schon hat sie das hier auch alles im Griff. Ja, willkommen übrigens zu Tomb Raider 1, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Freunde. Schön, dass ich euch begrüßen darf, mal wieder bei Tomb Raider. Ja, ich freue mich jedes Mal, euch begrüßen zu dürfen. Und gerade Ägypten ist für mich der Anlass zu sagen, wir haben eine große Sache geschafft. Wir haben eine Menge geschafft in dem Spiel schon. Wir schreiten voran. Ich habe das auch als Hauptprojekt am Laufen, ganz klar. Und es war ja nun mal versprochen, dass es irgendwann folgt, ne? Es ist ganz klar ein Hauptprojekt und das finde ich persönlich gut so. Nein, man muss hier was anderes machen. Diese Tür muss da irgendwie auf oder so, ne? Ich rall das gerade auch nicht so ganz. So. Da ranhängen, den Hebel da ziehen und dann geht die Tür und dann kann ich eine... Genau. Ja, Mutti hat begriffen. So, dann wollen wir mal rückwärts runter. Butcher. Und da ist die Kiste. Die holen wir da raus. Am schlausten ist es, sie ein bisschen weiter rauszuziehen, weil ich glaube, dahinter ist ein Midi-Pack. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Das werden wir rausfinden. Ich glaube, ich weiß es. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Oder können wir die gar nicht so weit ziehen? Doch. Ja, diese Kistenrückrätsel, Freunde. Die I never forget. Ich liebe diese Kistenrückrätsel, ja, ne? Ach, guck. Das war ja wirklich gar kein Fehler. Das war ja gar kein Fehler, hier reinzugehen. So. Geil. Und geil. Medipack Power pur, Freunde. So, ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, schon wieder. Bei uns hat sich die Jahreszeit schon wieder geändert. Ja, bei uns ändert sich die Jahreszeit übrigens stündlich. Das möchte ich jetzt hier mal so sagen. Ja, wir hatten gestern drei Jahreszeiten. Frühling, Sommer und Herbst. Ja, das ist nicht mehr zu glauben, oder? Ja, das ist nicht mehr normal. Aber was mecker ich? An der Elbe ist ja immer noch Land unter. Das ist ja eigentlich viel schlimmer. So. Das ist eigentlich viel schlimmer und trauriger und so weiter. Es tut mir ja auch alles leid, dass es so ist. Muss ich euch ganz klar sagen. Denn die armen Menschen werden natürlich jetzt sehr viel beim Wiederaufbau zu tun haben. Uns in Schleswig-Holstein betrifft es mittlerweile ja auch. Aber eher im Süden von Schleswig-Holstein, ne? Ja, da hat man gesehen, wie Menschen zueinander halten können und sich gegenseitig helfen. Schade ist sowas, dass sowas immer nur in Katastrophen funktioniert. Dass es nicht einfach mal so funktioniert, ne? Solidarität sollte immer da sein. Und natürlich auch, sag ich mal, dass man anderen Menschen hilft, ne? Solidarität. Und wie nennt man das denn, das andere, Mann? Naja, dass man auch jemanden Verunglückten hilft, ne? Ah! Mau! Mau! Ja, nee, ist klar! Ja, nee, die Katze hat mich zweimal berührt! Hallo? Jetzt sag nicht, ich muss das alles von vorne spielen. Ja. Ich muss das alles von vorne spielen. Was habe ich getan? Ich bin so glücklich, ich darf es von vorne spielen. Egal, machen wir das einfach. Machen wir das einfach und gut ist. So, nehmen wir es einfach hin. Also, merken, da werden wir von einer Muschikatze angegriffen. Von einer Muschi. Ja, in Ägypten wimmelt es vor Muschis. Also schön aufpassen. Ja, so ist das, Freunde. Man hat auch manchmal nicht so Glück, ne? Tja, so ist das, ne? So, aber trotzdem diese kleinen Extras,
extra Goodies, die hier hinten drinne liegen, die wollen wir trotzdem haben, oder? So, Lara, greifen, ziehen, fertig. Ja, greifen, ziehen, fertig. Und jetzt kommt der Clou. Greifen, ziehen, fertig. Nochmal. Genau. Lara kann's. Lara kann's. Ich glaube, das regnet gerade draußen. So sieht das aus. Leute, wie ist das Wetter bei euch? Komm, ich will es mal echt wissen. Sagt mir das mal. Also bei uns ist es sowas von scheiße. Ey, das ist kein Sommer. Das ist kein Sommer. Kieler Woche steht vor der Tür. Kieler Woche übrigens. Geht jemand von euch zur Kieler Woche? Es ist ja so ein Highlight, wo viele hinreisen, sag ich jetzt mal. Und natürlich, kommt doch zur Kieler Woche. Kieler Woche ist toll, man kriegt kein Hotelzimmer. Nein, ist alles sowieso ausgebucht und alles voller Touristen und so. Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Nein, Kieler Woche ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Da treten auch unter anderem sehr, 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 sehr bekannte Bands dieses Jahr wieder auf. Wir haben da mal sehr viele Konzerte während der Kieler Woche. Und die sind meistens kostenlos. Zum Beispiel Nena. Fällt mir da jetzt als erstes ein. Silbermond kommt eh jedes Jahr. Oder heißt die Silbermond oder Silberpfeil oder keine Ahnung. Ich höre diese Musik nicht. Das ist das Problem. Das ist ja nicht so meine Musikrichtung. Wer kommt noch? Hier, Frieda Gold kommt bestimmt wieder. Und ja, diese ganzen Musiker. Ich nenne sie Musiker. Kommen dieses Jahr. Und das ist kostenlos. Wo ich noch etwas kleiner war, war ich mal auf dem Hathaway-Konzert. Kennt ihr den noch? What is Love in den 90ern? War ich auf dem Konzert. Und das auf der Kieler Woche und das völlig gratis. Hi. Jetzt bin ich gewappnet! Ja. Nein! Lara, spring! Mann! Da kann ich, glaube ich, hoch, ne? Da gibt das, glaube ich, irgendwas wieder für mich. Ja, Medipack. Kleine Lara hat's übrigens gesehen. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Die kleine Lara. Die ist wieder dabei. Hallo. Traut sich nicht. Sie sagt ja immer, sie mag Tomb Raider 1 nicht. Ne, sie sagt, Tomb Raider 1 ist grafisch nicht unbedingt eine Meisterleistung. So. Schöne Sphinx, oder? Die ist echt eckig. Die ist sehr eckig, Freunde. Aber bei der Sphinx gibt es ein paar Goodies. Die wollen wir natürlich haben. Oh. Das sind die Mumins. Das sind die Mumins. Ja, Mumins. Kennt ihr die? Kinderserie. Mumins. Das sind die Mumins. Oh, du bist defekt. Das tut mir leid. Ich hab dich ja kaputt gemacht. Das erinnert mich auch noch an ganz viel Spaß. Ja, dieses Level erinnert mich an sehr, sehr viel Freude. Ja, und ich kann euch sagen, nein, Lara, du musst diese Kiste rausziehen. Na? Dieses Level erinnert mich an ganz viel Spiel und Spaß. Da sehe ich auch schon einen Schlüssel. Hinter dieser Sphinx. Ich glaube, dieser Schlüssel ist für diese Tür. Das wäre irgendwie klar, oder? Das wäre irgendwie klar. Das würde sich... kann man auf diese Sphinx auch drauf? Ich bin der Meinung, das ging. Das ging, Leute. Man konnte... Aua, jetzt habe ich Asche auf der Hand. Das tat weh. Aber Asche macht geil, ne? Kennt ihr das? Ah, naja, gut. Ich habe auch noch Zuschauer, die vielleicht noch nicht so mit diesem Thema zu tun haben. Darum werde ich es anders machen. Asche kann eventuell zu... sexueller Lust führen. So, ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt. Ist das netter? Ist das netter, Freunde? So, einmal hoch. Und hier diese geile Sphinx, Freunde. Dreidimensional viereckig. Ich nehme die Munition gleich mit. Und wir haben einen Schlüssel. Ja, wir haben einen Schlüssel gefunden, Freunde. Aua, schon wieder Asche auf der Hand. Also heute verglühen mir die Zigaretten in den Händen. Das liegt aber auch daran, weil ich, glaube ich, sehr beschäftigt bin. Ja, ich ziehe Tomb Raider 1 durch, solange ich einen guten Run habe, nehme ich auf. Sobald der Run verschwindet, mache ich wieder eine Pause. Aber
Bis jetzt haben wir einen guten Run und das müssen wir ausnutzen. Gerade bei Tomb Raider 1, weil das ist ja super schwer, ne? Super schwer. So, wir sind ja schon durch vieles Schweres durch, wie die Zisterne und Co. Passt du hier rein? Ja. Aber ich will gleich nochmal das Wasser durchsuchen. Wir wollen nicht so voreilig sein. Dankeschön. Was war hier drin, ne? Ah ja, okay. Wir wollen aber erstmal das Wasser durchsuchen, denn alles, was wir finden können, nehmen wir bekanntlich mit. Bekanntlich, ne? So. Wir schwimmen hier mal im Kreis. Schalalalalalala. Da. Guckt mal. Hätten wir das doch... Das hätten wir doch nicht liegen lassen dürfen. Magnum-Munition. Und noch mehr. Also ganz ehrlich, wären wir nicht hierher gegangen, wären wir doof gewesen. Magnum-Munition ist geil. Die ist ja auch so... Die ist ja auch so aggro, diese Muni. Wenn man dann auf Gegner ballert, die sind echt gleich sofort Elefantenmus. So, gehen wir mal hier rein. Ziehen die Waffen. Speichern mal, weil wir schon was geschafft haben. Ich habe nämlich keinen Bock auf Bucky. Bucky Buck. Ja, dieses Level ist tricky, Freunde. Ich kenne das hier noch. Ich kenne das hier noch. Hier wimmelt es von Muschis. Sag ich euch. Guckt mal die Statuen an. Sind die nicht hübsch gemacht? Medipack. Also ich finde, die sind wirklich echt animiert. Das haben sie wirklich sehr professionell. Ah, Muschi. Au. Komm her. Komm. Komm. Genau du. Oh nein. Wo ist diese Muschi jetzt? Egal, die kommt wieder. Die kommt wieder, die lässt uns nicht im Stich. Die lässt uns nicht im Stich. Mit der werden wir noch ein bisschen zu tun haben. So. Darüber. Butcher. Und muchas gracias. Hier kommt doch auch gleich wieder eine Katze. Medipack. Medipack, kleines. So, small Medipack. Ja, ja. Greif andere an, aber nicht Lara Croft. So, ich glaube, jetzt haben wir vor Hektik da drinne. Kann einer den Aschenbecher mal nehmen und sich um den kümmern, der raucht. Hier war auch noch eine Muschi. Da. Ha, warum läuft die immer weg? Die soll da bleiben, verdammt. Egal, wir machen weiter. Mann, 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 Mann. Alles voller Katzen, Freunde. Alles voller Katzen. Alles voller Katzen. Hi, Krokodil. Was, das ist schon tot? Das ging aber schnell. Das war aber aus Versehen. Das war nicht meine Absicht. Da kommen wir eh nicht hoch. Also runter. Also runter. Ey, guckt mal diese Katze an. Da kommen wir noch gar nicht rein. Da kommen wir noch gar nicht rein, aber das erinnert mich auch total an Tomb Raider Anniversary. Was haben wir hier? Ein Secret. Ein Secret, ein Medipack. Danke. Wutsch. Was wir bekommen, nehmen wir mit. Was wir nicht bekommen, lassen wir liegen. Da oben ist auch noch ein Medipack. Ja, ich glaube, wir werden hier schon eine Menge zu tun haben. Ja, ja, ich höre schon. Ja, bleib da, wo der Pfeffer wächst, du blödes rollendes Teil. Du blöde Falle. Ich fall da nicht mehr drauf rein. Nein. Dafür zocke ich zu lange Tomb Raider. Da kommen wir noch gar nicht rein. Oder kommt man da anders rein? Okay, wir werden es rausfinden müssen. Wir werden es herausfinden müssen. Und hier ist auch ein See. Ey, Leute, hier ist irgendwie viel, ne? Hier ist irgendwie viel zu viel Krempel. Viel zu viel... Achso, wir durchsuchen erstmal den Boden. Ich will erstmal gucken, ob hier noch was liegt. Nö. Gut, tschüss. Wir hauen ab. La, 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 la. Wiedersehen. Ein Hebel. Ist das gut oder ist das schlecht, dass der hier ist? Lara war doch schon da drin. Habt ihr gesehen? Lara, schwimm doch nicht immer an den Elementen vorbei. So, Tür ist auf. Ach, das kenne ich noch. Das kenne ich noch. Das gibt's bei Tomb Raider Anniversary auch. Das ist da nur ganz anders.
Okay, das Krokodil ist weg. Schade. Okay. Irgendwie kam man hier hoch und dann musste man irgendwie Kisten rücken und so weiter. Das kommt mir noch sehr bekannt vor. Das kommt mir noch sehr bekannt vor. Das ist nicht so, dass ich das hier vergessen habe, wie das hier geht. Nein, sowas vergisst man nicht. Nein, sowas vergisst man nicht. Bei Tomb Raider Anniversary bewegt sich hier der Boden und man muss hier sozusagen diese Kiste darauf fallen lassen, damit sich der Boden nicht mehr bewegt und so weiter. Hier ist das ein bisschen anders. Nicht besser und nicht schlechter. Nein, es ist einfach nur anders. So, wir ziehen jetzt hier die Kiste erstmal gemütlich durch die Gegend. Das hier ist erstmal unser nächster Job. Lara stöhnt dabei. Ist ja auch, glaube ich, sehr, sehr anstrengend, so eine Kiste zu schieben. Und wir springen hoch. Butcher. Da wollen wir rauf. Zack. Was erwartet uns da drin? Was erwartet uns? Seid gespannt, was uns hier erwartet. Das werden wir im nächsten Videopart klären bei Tomb Raider 1.